Willkommen bei Five at Nights Freddy's Security Breach. Roxy wurde gerade von Moondrop entführt und wir werden sie jetzt wieder retten. Aber zuerst... Oh mein Gott, Medpod! Weg mit dir! Oh nein, Leute. Ich habe Medpod erschossen. Das wollte ich nicht. Kann ihr mir keine Karte geben? So, ich habe das Spiel kurz neu geladen und habe Medpod dieses Mal am Leben gelassen, zum Glück. Die Endos, ich mag sie nicht. Und ich denke, einige von euch oder die meisten von euch mögen sie auch nicht. Und das aus guten Gründen. Weil deren Mechanik ist einfach nur nervig, aber zum Glück haben wir eine Knarre. Aber die werde ich nicht ausnutzen, zumindest für den größten Teil. So, der kleine Music Man. Und, nein, er ist immun. Er ist immun gegen die Knarre. Ich glaube, DJ Music Man ist auch einfach immun gegen die Knarre. Oh Mann, wenn ich schon das hier sehe. Dieses Bild ist einfach übelst creepy. Das nennt man auch Tor, Gregory. Und dafür haben wir diesen jetzt aktiviert. Und es werden immer noch mehr. Das sollte passen. Okay, bei dir versuche ich es mal. Und es klappt. Und ihr macht auch so seltsame Geräusche. Okay, die beste Möglichkeit hier einfach... ganz schnell das Lagerhaus zu besiegen, ist einfach durchrennen. Durchrennen, durchrennen, durchrennen. Alle Endos einfach ignorieren und einfach beten, dass man es schafft. So, durch. Einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen, einfach wegrennen. Weg, 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 weg. Okay, so hat man grundsätzlich das Endo-Lagerhaus schnell besiegt. First try, Leute. Und jetzt kommen wir zu einem sehr lustigen Bereich. Denn sobald wir das hier einsammeln, aktivieren sich alle. So. Außerdem, Mimic Reference. Heilige Mutter, aber Quäler sind das viele. Einfach wegrennen, 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 wegrennen. Und ja, so schlimm war es letztendlich nicht. Ich meine, für die meisten war es wahrscheinlich anfangs nervig. Für mich eigentlich auch, weil ich mich einfach konstant dort versteckt habe. Und jetzt sollten wir Vanessa da sehen. Roxy. Mach ich gleich, Roxy. Aber zuerst muss ich mal ein bisschen was einsammeln und speichern. Also achtet mal auf diesen Bereich hier in der Level 10 Tür. Das Glas ist ja komplett freigesprengt worden und da hinten ist eine Geschenkbox und das finden wir darin. Richtig, eine Roxy-Figur. Warum ist hier bitte eine Roxy-Figur versteckt? Was hat derjenige gedacht, der diese Figur hier versteckt hat? Ich hab das zweite vergessen, ich bin so blöd. Ein kopfloser Roxy-Jumpscare. Diesmal werde ich besser aufpassen, ich schwöre. So, diesmal habe ich aufgepasst. Wenn ich auch nur einen Pixel hier voll halt misse, ist alles vorbei. Ich muss das alles pixel-perfect machen, hier Zeit lassen. Und wir sind fertig. Oh nein, Leute, schaut euch das an. Bitte, warum? Warum ist das so geregelt? Bei anderen Türen ist das nicht so, aber bei Montys Tür natürlich. Warum? So, und... hallo? Freddy, warum weinst du? So, wir werden wieder wenden, meine Freunde. Aber ich werde erstmal wieder alle Räume checken für ein paar Geheimnisse. Golden Freddy? Oh mein Gott, Leute. MadPad sollte eine Theorie darüber machen. Ein goldener Golden Freddy Plush. So. Waren hier schon immer Hot Dogs? So wie auch immer, lasst uns den Partypass einsammeln. Dafür spawnt wieder Moondrop und... wie wir gelernt haben, ist Moondrop leider immun gegen die Waffe. Nachdem Freddy oder halt Roxy jetzt gesprochen hat. So, da Roxy jetzt fertig gesprochen hat, wir machen im nächsten Part weiter. Und ja, ratet mal, in welchem Ort ich als nächstes gehen werde. Montigolf oder Phaser Blast? Was würde den logischsten Sinn machen, wenn ich schon eine Knarre habe? Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bye, bye!